Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Und? Ja, oder? Ja, doch. Ja, geht auf jeden Fall. War angenehm. Geht auf jeden Fall. War angenehm. Ja, doch, das ist schwierig, dieses genaue Level zwischen. Man muss es. Ja. Voll verblödet. Ja, man es muss. Das ist man, eine hohe Kunst. Man muss das es Level. Ist eine hohe Kunst. Ja, man muss das Level zwischen YouTube-Kommentar und realem Leben finden. Ne? So. Ja, ja, es ist nicht so leicht. Leute denken immer, hör, sag doch einfach nur mit Kindern rein. Nein, aber es stimmt nicht. Okay. Wie macht man am besten hier die die Frage ist, ich wollte gerade sagen, genau, wo machen wir am besten die Pfosten hin? Hier und dann hier und dann hier. Die Leute haben geschrieben, es gehen zwei, aber irgendwie, also dass man in zwei Richtungen bauen kann. Von weißt einem man, Pfosten? Ja, ja, aber bei mir geht das nicht. Nee, das geht nicht, das ist doch fake. Das hat sich wieder irgendwer überlegt, weißt du, der schreibt das doch einfach, hat das selber nie gemacht. Ich höre eine Möwe! Mein Möwenradar! Kusch! Kusch, kusch! Ja, kaka! Ja, bei mir geht das nicht. Also, die Leute haben gemeint, ey, du kannst Boom. Nur jeden zweiten. Ah. Nur jeden zweiten musst du so einen Stoßfeuer machen und dann geht's. Ich hab grad auf die Möwe geschossen, aber irgendwie ist so im Umkreis von 2 Meter der Pfeil an dir abgeprallt. Guck mal, wenn ich jetzt hier eins mach, dann kann ich doch, ja, kann ich hier verbinden. Boah, wir zerstören dieses Raft irgendwie immer mehr. Ich habe immer mehr Frame-Drops. Ja. Irgendwann eskaliert das alles hier. Ich pendel auch immer so zwischen, jetzt gerade habe ich so um die 50. So, aber guck, hier geht keiner mehr hin. Nee, da geht jetzt auch keiner mehr hin. Das erste Dach. Und oben wollen wir dann, ja, wollen wir dann noch eine Etage oder wie soll das abgehen? Ich wäre dafür, dass wir hier oben so eine Art Balkon dann haben, ja? Ja, ja, so dann eine kann man halt hier so auf die Tiere spöttisch runtergucken, so eine dann Terrasse. Man so oben ist. Hier halt nur so ein paar Seile genau. Zur Begrenzung, ne? So eine Seilterrasse, ja. Naja, also die muss zumindest von einer Seite so offen oder nach hier offen sein, dass man dann hier so Seile macht und hier Seile macht. Hier hinten kann man ja wieder zumachen. Was ist. Was, oh. Hä? Steht da oben? Was ist denn los? Ich habe wieder irgendwelche Visionen gehabt. Hier sind gerade ganz viele Fässer und Müll ist irgendwie an uns vorbeigeflogen. Der Traum von der Müllinsel. Ja, boah, Alter, ich war gestern im Zoo, ne? Und da waren ein paar Lamas. Die, ich bin nicht nah rangegangen, weil die haben mich irgendwie die ziemlich aggressiv Hass, angeschaut. Ja. Die wussten, was du denen antust. Ich, weißt du, ich bin dir der große Lama-Freund. Du, weißt du, sie wissen, dass ich mit dir in Kontakt stehe. Nein, ich habe noch nie einen Lama rasiert. Noch weißt nie. Du, manche Leute, mir hat einer geschrieben so, ja, ich kann Keister leider auf Instagram nicht beschimpfen, deswegen sag ihm mal bitte, wie scheiße er ist. So solche ja, Nachrichten. Ja, als würde so jemand sowas schreiben. Solche Nachrichten gibt es nicht. Im Internet sind alle Menschen immer nur nett. Stimmt. Du Luger, Mann. Du Luger. Du, schon wieder gelugt. Das du ist hast ja, gelugert. Du bist Luger Stufe 3 im 6. Dan der Luger-Energie. Du großer Lug, ich hab gesehen. Großer Lug, du bist doch Kapitän von Luger-Zirkel. Luger-Club, ich bin im Luger-Club Kassel seit 1604. Mein Großvater war schon Luger-Meister 6. Mach Dan. Mach nichts Auge auf Lug. Keiner würde im Internet schreiben, irgendwie, ja, Kies, sag dir mal, dass er voll der Wichser ist oder so. Weil im Internet sind alle Leute nett. Nee, nur geschrieben, du bist du. Aber mit meinem Haar. Er hat es wenigstens richtig geschrieben. Ja, siehst du, das ist. In meiner Community höre ich immer nur, oh, Kies, geil, Alter, Heavy Rain. Ja. Mann, du bist so ein geiler Typ. Weißt du, die Leute. Alle anderen YouTuber machen Pause im Sommer und Kies, du haust raus. Die Leute, die Leute sehen das ja immer nur von einer gewissen Position. Sie haben jetzt, sag ich mal, diese Mittelposition an Intelligenz erreicht und sagen dann, ja, ihr macht die Leute dumm. Weißt du, aber manche Leute schreiben auch, boah. Mein Sohn ist jetzt besser in der Schule geworden, seitdem er eure Sprachkenntnisse hat. Weißt du, so seitdem ihr ihm beibringt, wie man spricht. Ja? Er wusste nicht, wie man feste Nahrung kaut. Jetzt weiß er endlich, wie es geht. Dankeschön. Ja, jetzt brauche ich nicht. Wir müssen ihn nicht mit dem Schlauch ernähren. Ja, ich muss nicht mehr vorkauen und in seinen Mund spucken wie ein Vogelbaby. Ich könnte mir vorstellen, dass einige ihre Kinder so erziehen. Mein Sohn wird mit
Mein Sohn wird mit harmonischer Mundtechnik erzogen. Messer und Gabel viel zu gefährlich und auch nicht ökoresistent. Geh weg mit die Gabal. Geh weg mit die Gabal. Ich nur mache Kotzi im Mund. Ich mach Kotzi in Schale. Meine Mutter hat meine ersten 13 Lebensjahre mir den Mund gespuckt. Gott. Was du für Themen hast. Ich hab die Themen. Ja. Weißt du, wer die Themen hat, ist nicht immer der, der auch gleichzeitig drüber redet, ne? Also. Wieso denn ich? Ich bin voll der Unschuldige. Bei mir dauert die Flüssigkeitszufuhr irgendwie voll lang. Stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist schief gegangen. Ich ernähre mich auch seit Wochen nur von Wels. Ja, weil du gerne dicke Dinger im Mund hast. Aber ich muss mal eben ein paar Sachen in eine Kiste bringen hier. Ich habe so viel irgendwo Material Möwe, wieder. Ich muss schon wieder eine Möwe. Echt? Assi-Möwen, diese Anna-Hass-Hasser. Wieso habe ich eigentlich Lachssalat in meiner Tasche? Dann habe ich dir, glaube ich, mal zugedealt, so einen guten Lachssalat. Guten Lachssalat. Ananas haben die Möwen. Weißt du, weil sie keine Ananas mögen. Ich habe voll den Ananas. Ich habe richtigen Ananas. Die Mighty Ducks of Ananas. Moment, hier, ich bin immer dabei, ein bisschen meine Tiere zu streicheln und... Wie gesagt, die sahen echt sauer aus. Die, ja, aber wieso sollten die sauer sein? Guck mal, ich gebe denen ja nur Gutes. Weil ihre Kameraden sterben. Es sind offiziell schon welche gestorben. Ja, aber kein Lama. Und das war ein Bock und der Bord dem Ohr. Der war halt so schwach. Er hat ihn schon krank auf die Insel geholt. Nein, ich glaube, es war ein Verbrechen aus Hass, denn der Bock war schwarz. Ach, guck mal, Alter. Der Dodo hat keinen Namen. Nein, der bleibt aber schön da drin. Du kannst ja deinen eigenen Dodos doch mal fangen. Bei der nächsten Insel springst du halt mal raus und musst ja mal. Gönn dir doch auch mal einen Dodo. Das ist ja eigentlich heute Captainsmützentag oder was? Ich habe auch noch Captainsmütze. Nee, hast aber nicht auf. Klar. Jetzt auf einmal sich auf einmal zum Captain. Oh, schon die ganze Zeit, ey. Captain. Ich hatte die nur bei Dunkelheit, habe ich die normalerweise in der Tasche. Wegen aber dem Captain Spitz. Auf die Wend. Wend? Welt. Auf die Wend. Auf die Wend. Ich kam als Captain auf den Event. Das war so ein Captains-Event. Die Yacht heute. Kies geht nämlich auf solche Veranstaltungen. Ja, als ob ich eine Yacht hätte. Neulich hat er gesagt, Kreis, kannst du mir noch die Yacht aktuell mitbringen, wenn du vorbeikommst? Die Yacht Today war das. Also ja, oder die Yacht Today, die ist noch ein Euro teurer, weil da noch bessere Yachten drin sind. Weißt du, die Yacht aktuell ist ja nur die für die 5-Personen-Yachten. Ah, diese kleinen 9-Milliardärs-Yachten, aber die habe ich ja nicht. Das ist ja schon Altmilliardär. Ich bin Altmilliardär. Ja. Durch die Altparteien finanziert. Danke, CDU. Ich glaube in ihm das. Er ist schuld an Klima. Er ist schuld Schreiben an Klima. Die Leute sofort. Ja, ich habe es ihm mal gewusst. Er hat gesagt, andere investieren in Klimaschutz. Kies investiert in Klimaschmutz. Ich habe immer gewusst, dass Kies Klimahasser ist. Er hasst Klima. Gestern hat er für 2 Millionen Euro Plastik gekauft und in seinen Garten verbrannt. Einfach so, weil er gesagt hat, ich hasse Ozonschicht. Ozonschicht, fick dich. Ozonschicht macht mir Aua in die Augen. Deswegen muss weg. Peter Maffay hätte es so gemacht. Peter Maffay hätte gesagt, wenn dann der Regen aufhört, hätte er auch die Ozonschicht weggemacht. Macht die Ozonschicht da oben weg. Aber Peter Maffay, so, die tut jetzt doch niemandem was. Aber die tut doch niemandem was, Peter. Wird das dann jetzt hier geschlossen sozusagen oder was? Ja, so dann wird es hier geschlossen. Hier ist dann unser Eckchen. Oder willst du hier Tisch so? Ja, oder ich meine, oder kommt hier noch so ein Esszimmer hin für, wenn es dann draußen regnet so ungefähr? Weißt du, was ich meine? Ja, aber trotzdem müssen wir hier schließen. Wie kann man denn? Ich bräuchte Palmenblätter, dann könnte ich uns schon mal ein paar Stühle irgendwo herstellen. Die Kisten sind super viele. Ja, früher hatten wir jeder nur ein Palmenblatt, um unsere Geschlechtsteile zu bedecken. Da waren wir noch im Adam-Adam-Modus. Unsere Adam-Männer zu bedecken. Den Adam-Mann. Guten Frankfurter Adamanns. Früher ging man nicht ohne Adamann-Schuss auf die Straße, ja. Dann hatten die Leute noch Respekt. Aber heute, die Kinder von heute, alle rennen rum und zeigen ihre Adamanns, ihre geschwollenen. Guck mal, Mama, mein Adamann ist ganz geschwollschwoll. Bulzmann. In Österreich ist es, wie heißen die da? Kreiner, ey? Ein Kreiner. Käsekreiner, ey, ja, Käsekreiner. Käsekreiner.
Ja, oder die Profis sagen Eitrige dazu. Ja, das ist aber so eklig, oder? Ja, ja. Ich weiß, Meister. In Österreich gibt es doch oft so ekelhafte Bezeichnungen für Sachen. Meister, ich nehme zwei Eitrige in Osemene. Zwei Eitrige habe ich schon triefen. Zwei triefende Eitrige in Osemene. Beim Reinbeißen ins Auge spucken. Und da nehme ich noch einen Preiselteppich. Wo ist die Möwe? Da vorne. Ich habe sie weggejagt, sie kam sofort wieder und... Alter, jetzt kommt hier irgendwie Möwen Death Metal im Radio. Ja, und sie macht dabei den Kopf wie... Ja, ja. Mit den Ananas-Hass. Ananas-Hass. Was? Ich hasse Ananas. Mein Onkel ist an Ananas gestorben, deswegen... Wahrscheinlich. Du nicht machen Spruch, weil Onkel gestorben an Spruch. Oi. Habe ich gleich alle Stühle weggeworfen. Wie kann man so, denn... Irgendwie ist es sauscheiße dunkel. Wollen wir pennen? Es ist sauscheißend dunkel, ja. Ich habe mich mal hingelegt. Ich chill jetzt eine Runde durch. Wie? Achso, da in seiner Matte hier. Der Mattenmeister. Wie baut man denn... Wie habe ich denn diesen Tisch gebaut? Da muss ich gleich mal schauen. Warte, ich gehe mal eben ins Battle. Oh. Muss ich natürlich die Leiter auch treffen. Ich habe auch hier noch eine komplett ungebaute Immer wenn ich mich ins Etage. Bett lege, habe ich auch immer meinen Adermann dabei. Das ist mein Nacht-Adermann, weißt du, so zum Einschlafen. Ja. Muss ich ihn ausnuckeln, weißt den, du? Den Mayo-gespritzten. Ich nehme immer so einen Mayo-gespritzten Adermann mit ins Bett, so als Betthupferl. Denkst du, wenn es Würstchen gäbe, ja, die Adermann heißen, glaubst du, die würden sich verkaufen? Ich glaube schon. Wenn wir jetzt so eine Art Bockwurst erfinden, in die quasi so als wie eine Ader von außen so Mayo und Ketchup gefüllt ist, weißt du? Würden die Leute sagen, oh, so eine Adermann. Aber es gibt Kreis halt so Adermanns. Oh, geil, gestern Abend haben wir so ein dicken, adriges Würstchen in den Mund geschoben. Ja? Geht es nicht total verkehrt? Ja, es klingt verkehrt, aber wie gesagt, danach würden sie sich mit einer großen Flasche Eisenmüll besprühen. Also, oh Mann. Du riechst aber angenehm. Was ist denn das? Naja, Eisenmüll. Und was ist das, was da aus deinem Mund für ein Geruch kommt? Ah, das war so eine Knoblauchadermann. mit ganzen Zehen. Hä? Mit zwei Zehen, die unten an der Wurst hangen. Mit zwei dicken Doppelzehen Knoblauch. Die baumelten unten an der Wurst dran. Das wäre auch geil, ne? Oder zwei, einfach nur zwei Eier, so Bockwurst und Ei zum Frühstück. Das Adermanns Frühstücksset. Traditionelles Adermann Frühstücksset. Ja. Original und bissfest. Und Bio. Bio und bissfest. So, was wollte ich jetzt machen? Ich bin immer so abgelenkt von diesen... Weißt du, es ist morgens irgendwie voll... Keine Ahnung. Ist noch nicht mal 9 Uhr oder so, weißt du, und wir reden hier über adrige Wurst. So, wo ist denn... Irgendwo muss es doch einen Tisch geben. Bin ich denn blind geworden? Tisch, da! So. So, also ich habe jetzt zwei Tische und einen Haufen Stühle in der Tasche. Brauchst du davon irgendwas? Naja, nee, hier, was? Wir bauen ja auch einen Grill. Ich habe noch Grills. Ach so. Oh, ich sehe gerade, ich bin auch schon wieder am Verdursten. Der Grill kommt nach draußen dann hier, oder was? So ein. Ja, und dann irgendwie vielleicht auch Hängematte nach draußen, habe ich überlegt. Das ist so wirklich so dieses. Man chillt da oben. Man gönnt sich. Die Grill and Chill Gönnterrasse. Dann irgendwie noch natürlich Fackeln müssen hin. Vielleicht noch einen Lama-Kopf aufhängen. Aber hier oben ist dann, oder ist unten lagermäßig dann, oder wie? Wird ja, dann, unten Lager, oder? Unten wird dann gelagert, das ist ein großes Lager. Na gut, aber wir haben auch viel Essen irgendwann, ne? Unten in der Gönnerecke, da gönnen wir uns hart. Ich dachte, hier oben kommt dann noch so ein Kochtopf und sowas. Das ist so zwei Grills und zwei Kochtöpfe oder so in der Reihe. Also ich habe jetzt hier schon mal Doppelgrill. Auf jeden Fall ein Outdoor-Grill, wo man halt schön draußen sein Fleisch drauf machen kann. Fleisch drauf machen und Agola trinke. Agola trinke und ein Fleisch. Und ein guter Adermann. Ein guter Adermann. Doppelei-Adermann. Doppelzehe. Oder man stellt den Tisch so gegenüber in die Ecke von dem Grill, so nach dem Motto, da kann man dann sein Essen hinstellen, weißt du, was ich meine? Diese verdreckten Hurenmöwen. Aber wo stellen wir den alles Tisch kaputt hin?
Ja, hier, vielleicht in die Ecke da, auf die andere. Hier so in die Ecke rein? Nee, nicht in die Ecke, aber halt so, dass man... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht hier so hin, dass man so halt drauf guckt, wenn man sitzt. Man schmatzt seinen Adermann. So. Ja, ist hier so zwei Stühle nebeneinander, dann kann man so schön rauf runter gucken, den Tierpark genießen, seinen Adermann schmatzen. Mit einer schönen Zehe, an der man saugen kann. Also, nuckelt man schön an seiner adrigen Adermann-Wurst. Adermanze? Adermanze. Wir hatten damals der Adermanze. Mein Adermanze. Mein Haus ist mit Muscheln bedeckt. Ich habe gestern diesen Fisch gesehen, der hat mich so an Findet Dory irgendwie erinnert. Mein Haus ist mit Muscheln bedeckt. Ja, das ist angenehm. Das ist angenehm. Kann man schön... Was meinst du eigentlich in der Realität, wie es hier stinken muss, ne? Wegen den Tieren, meinst du? Ja, weil die alles voll scheißen. Aber wir haben die doch verkorkt. So einmal Tierpupu gesehen, ich nicht. Guck mal, hier mache ich noch die Romantik. Ich wollte gerade sagen, kann man noch so eine Lampe auf den Tisch stellen? Ach so, ja. Aber die brennen halt leider nicht. Kann man ja, da eine Fackel draufstellen? Ja, aber nur so. Das ist halt scheiße. Ne, das ist nicht so schön. Dann die Fackel lieber so in die Ecke oder so, ne? Dass man so beleuchtet ist schön irgendwie. Ja, es kommen noch Fackeln hin. Wie er guckt. Mit dieser Kapitänsmütze so, dieser Blick. Adermann! Guck mal da, mein Adermann, Mama. Guck, da ist ein Adermann. Ich will mit meinem Fing-Fing in deine Nana. Fing-Fing? Warte, wir können ja mal die Fing-Fings so aneinander. Fusion! Fusion! Fingerfusion! Guck mal, ich kann den... Oh, ich verdurste. Oh, ja, wir haben so, ich mal hier Fackel und hier Fackel. Mann, die Möwen da hinten, die regen mich so auf. Ich hab so Hass auf diese Möwen. So einen tiefen, ekelhaften Hass. Mach dir doch irgendwie mal einen Gibt's, weißt du, so eine Selbstschussanlage wäre geil. Ja. Muss irgendwas geben. Irgendwas, um die Möwen halt das wirklich. Anti-Möwen-Todessystem, ey. Ja, wirklich sowas, was nur auf Möwen reagiert. Möwen-Gatlings automatisch. Oder so eine, wie so eine Bärenfalle. So, es sieht aus wie eine Ananas. Ja, und sie gehen hin und BAM! Klapp schnappt sie zu. Ich wurde gestern auch geklappschnappt. Fuck you, Möwe! Wir haben dich hart! Hier sind so ein paar schöne Grillers. Ah, wir könnten auch noch mal gucken nach... Machen wir große Kisten dann oder kleine Kisten? Große direkt, oder? Ja, klar. Wir kloppen jetzt hier ganz viele große dann hin. Für die Beleuchtung... Wo machen wir die Kisten hin? Dann brauchen wir noch Schrott und Scharniere. Haben wir überhaupt Schrott? Ich habe hier schon mal unser... Wollen wir unten ein Lager machen? Also hier habe ich schon mal... Wir brauchen auf jeden Fall auch so... eine Lagerecke oder so, irgendwie sowas, weißt du? Eigentlich bräuchten wir auch zwei Kochdinger, ne? Eigentlich braucht man so einen Doppelkocher. Ja, ja, so einen Doppelkocher. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Das war... Nolte Küchen hat das genehmigt. Ja, ja, mache ich hier so einen Doppelkocher irgendwie hin. Was braucht man denn für einen Kocher? Leider keinen Sponsor. Oh, hätte ich die gerne als Sponsor. So, wir brauchen Glibber. Also für so einen Kocher brauchst du Glibber und Metall und richtig, richtig umfangreich. Boah, was macht denn der? Ich hast du mal gesehen, wie ein Dodo ein Ei legt? Der macht ja voll den Move. Ja, der springt zu hoch, drückt seinen Bürzel auf den Boden und presst so ein Ei da rein. Was will ich? Ich bin super verpeilt. Ich bin mega verpeilt heute. Ich auch, es ist einfach... Wir müssen erstmal wieder das Wetter irgendwie rekapitulieren lassen. So, warte, jetzt brauche ich noch so ein Ding hier. Aber wie die Leute auch durchdrehen, ne? Da kommt einen Tag kein Video. Was ist los? Hast du Krebs? Kies hat dich geworfen wieder aus die Haus. Ich habe heute illegale News gelesen. Ich habe bei Newsmann, Herr Newsmann gelesen. Herr Newsmann hat gesagt, Kreis wurde von Kies Jor ausgebeutet und dann ausgeworfen. Er wurde so. Gefeufeut. Gefeufeut hat er. Ja, so. Weiß nicht, und Kisten einfach hier an die Wand dann so, ne?
Oder jetzt haben wir hier so eine Doppel-Kitchen. Ich hole schon mal Rezepte noch. Stimmt, Rezepte brauchen wir auch. Können wir auch voll viel dran klatschen. Ich glaube, an jede Seite passen 2 oder 3 sogar. Haben wir eigentlich an so einer Doppel-Kitchen alle Rezepte, die es gibt, Mann. Yeah, haben wir noch mehr Rezepte oder waren das alle? Nice. Alter, hier. Voll der Laden. Hier lässt sich's bald richtig gut leben. So. So. Oh. Und. So. Oh. Schlesische Schweineschenkel. Da fehlen aber noch Rezepte, oder? Wir haben noch nicht alle. Ich weiß es nicht. Fischeintopf, Kopfbrühe. Ah. Oh, ich habe den Fischeintopf irgendwie zweimal anscheinend. Da haben wir den Fischeintopf, den einfachen Fischeintopf, Kokosnuss, Hähnchen, Kopfbrühe und gleichschenklige mathematische Hühner. Super Adamantschenkel. Super Adamants. Super krass mathematische Adamants. Hm, schmecken mir. Mama, krieg ich einen Adamant? Jetzt neu, Adamant Kids mit Clipperbrause drin. Was? Adamant Kids mit Clipperbrause. Knistert im Mund. Wow, da ist mir was ganz Knuspriges in den Mund gespritzt worden. Adamant. Ich weiß, was ich gerne machen würde. Ich würde gerne sowas nehmen, wie zum Beispiel so eine Deutschländer-Werbung, die drüber synchronisieren. Ja, ja. Weißt du so. Papa, was gönnst du dir da gerade? Oh, das ist eine richtige Adamant-Bobbele. Kann ich auch so einen haben? Nö, für dich gibt's den Adamant-Kids. Adamant-Kids, was ist das? Adamant-Kids-Spritz. Mann, ich glaube, das würde übelst abgehen, wenn wir sowas synchronisieren würden. Ja, aber du weißt ja, wie das ist heutzutage, DSVGO und so, ne? Da kommen sie direkt und sagen, hey. Ja, aber weißt du, wir werden Helden. Wir werden Helden. Ja, aber man darf ja keinen Spaß mehr haben. Ne? Ach, das ist eine uralte Werbung aus den 90ern. Glaubst du, da kommt noch irgendjemand an und sagt, hier, ihr habt den Meister weiß aus der nicht. Werbung, dem Schauspieler, der hat ein Trauma wegen euch weg. Das war ja, sein einziger ja. Spot. Und ihr habt ihn in den Dreck gezogen. Das war sein Vermächtnis, sein Erbe an die Menschheit. Ja, eben. Seine Yo, Kinder Meister. Waren bis gestern waren seine Kinder stolz auf ihn. Ja. Der war ja wahrscheinlich nicht mal echter Metzger. Der war gecastet. Ihr macht den ganzen Berufsstand kaputt. Mein Opa war Metzgermeister. Aber es wäre so witzig, wenn wir so einen Adamant-Spot machen würden. Deutschländer, Adamant, Mann, ist das eine Wurst. Leckeres Adamännchen. Jetzt gibt's auch das Adamännchen. Oh, da ist schon wieder die Hardcore-Spirit ist schon wieder hier. Im Auge. So, hier ein bisschen durch. Ja, aber das liegt an dem Spiel. Das liegt an dem Spiel. Ja, wir können... Liegt nicht an meiner Internetleitung. Nee, wir können alles andere ja auch spielen ohne... Also, fast alles. So, jetzt machen wir Kisten. Haben wir schon Kisten? Ich habe unten eine... Okay. Aber es ist halt noch nicht... Mehr hatte ich jetzt nicht an Material. Ich tipp schon mal alles rüber, damit es andere... Weißt du, ich hätte gerne... Vielleicht sollten wir wirklich so eine Art Brückensystem bauen. Ja, sag ich ja, so ein Tunnelsystem oberhalb der Gebäude, weißt du? Naja. Ne, dass man dann so Gänge hat. Dass man von hier irgendwo raus kann, was weiß ich, ne, dann Richtung... Wäre eigentlich voll cool. Das wäre echt cool. Boah, haben wir viele Brasse noch, ne? Brazilian Brass. Ich brauchte brasilianische Brassengalle für meine Voodoo-Rezepte. So, dann hauen wir hier mal Essen rein. Essen, 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 Essen. Essen. Der Hai greift uns an. Wo? Wieso? Hier im Tiergehege. Was? Er hat eine Schwachstelle gefunden in der Matrix. Er hat irgendwo eine Schwachstelle entdeckt. Ja, du kannst dem Hai nicht entkommen. Er weiß genau, was abgeht. Er hat mich an meinem Adamant. Was kommt denn noch in die Küche? Das hier, das hier, das hier. Das, 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 das. Und schon wieder voll. Nein, ich hab schon wieder... Kistenback oder was? Ja, ja.
Irgendwann müssen wir es vielleicht noch weiter sortieren und sagen, das ist die Fischtruhe, das ist die Biotruhe. Gott sei Dank wird das Zeug nicht schlecht, weil wir haben ja da einfach in Holzkisten Hähnchen drin liegen, ne? Ja, ja. Also wenn du da dein Adermann, dann ist das aber auch erstmal den Durchfallmann zu Hause. Der Durchfallmann. Mini-Aderlinge an der Kette, jetzt der Party-Kette. Die Mini-Aderlinge. Die Mini-Ader-Würstchen-Kette. Mama, ich möchte auch was von dieser Mini-Adi-Würstchen-Kette. Adam, mein Sohn. Nicht Adi. Mama, ich möchte auch was von der Mini-Adi-Würstchen-Kette. Adam, mein Sohn. Du bist doch klein, du bekommst ein kleines Adermännchen. Nein, für meine Kinder gibt's nur die kleinen, butzeligen Adermännchen. Mit allem, was Kraft gibt. So eine Hausfrau irgendwie, was in so einer Werbung. Für meine Kinder gibt's nur Adermännchen Bio. Die kleinen Wurstzipfel knacken im Mund und entfalten ihren Geschmack von Mayonnaise und Ketchup. Mit einem schönen Spritz Richtung Gaumen. Da lernen die Kleinen, wie man... da schlecken sich die Kids die Lippen. Für die Mutti gibt's den Großen und für den kleinen Dennis. Oh, Mann. Die Mutti nimmt den dicken Adermann Knack. Scheiße, ey. Und für die Kinder gibt's die kleinen Frankfurter am Stiel. Die kleinen Jacques. Französische Wurstspezialitäten. Ader Jacques. Kannst du nicht auch dieses mit einem Haps in dem Mund? Ja, ja. Mutter wagt sich heute an einen Adermann Jumbo. Lecker, schmecker, klein und rund, mit einem Haps sind sie im Mund. Was das auch geil wäre, Mutter wagt sich heute an einen Adermann Jumbo. Weißt du, dass du unterschiedliche Größen gibt für fortgeschrittene Wurstgenießer. Für fortgeschrittene Wurstgenießer. Oh, bei dem Adermann Jumbo habe ich mir fast den Kiefer ausgereckt. Okay, ich kann nicht mehr. Folge ist vorbei. Alter, ich bin fertig. Jo, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.